Anders als in den meisten Wüstengebieten der Erde sind Trockenstandorte in Mitteleuropa jedoch nicht durch fehlende Niederschläge, sondern durch den Untergrund bedingt. Regen fällt hier nämlich überall in ausreichender Menge. Ein Beispiel für Trockenstandorte sind die Sanddünen der Meeresküsten. Sand kann kaum Wasser speichern. Niederschlag fließt sofort in tiefere, für Pflanzenwurzeln schwer erreichbare Bodenschichten ab. Eine Charakterart dieses Lebensraumes ist der Strandhafer, der bestens an Sandböden angepasst ist. Er spielt auch eine besonders wichtige Rolle beim Küstenschutz, weil er mit seinen Wurzeln und Ausläufern den Sand stabilisiert. Selbst wenn er durch Flugsand verschüttet wird, kann er sich wieder an die Oberfläche kämpfen. Vor Austrocknung schützen ihn seine Rollblätter. Ihre Spaltöffnungen liegen auf der Blattoberseite, die beim Einrollen innen liegt. Hier ist die Luftfeuchtigkeit erhöht, deswegen verlieren die Blätter weniger Wasser. Die Stranddistel schützt sich mit einer dicken Wachsschicht vor Austrocknung. Mit ihrer bis zu 2 Meter langen Pfahlwurzel gelangt sie an Wasser aus tieferen Bodenschichten. Unter den Bäumen kommt die Kiefer am besten mit den trockenen und nährstoffarmen Sandböden zurecht. Dabei helfen ihr die langen und tiefreichenden Wurzeln. Diese ermöglichen der Kiefer, Wasser aus tiefen Bodenschichten zu nutzen. Die nadelförmigen Blätter besitzen eine ledrig-derbe Oberfläche und eine dicke Wachsschicht, um ein Austrocknen zu verhindern. Im Blattquerschnitt ist gut erkennbar, dass die Spaltöffnungen zusätzlich tief in die Blattoberfläche eingesenkt sind. Im windgeschützten Vorraum der Spaltöffnungen ist die Luftfeuchtigkeit erhöht. Dies reduziert den Wasserverlust bei geöffneten Schließzellen und schützt die Pflanze vor Austrocknung.